Echt dieser Aufzug? Aber ey, doch zur Krankenstation. Ich will nicht in die Krankenstation. Kann ich jetzt nicht. Warte mal, Moment. Kann ich jetzt hier nicht hier rein? Ich hab doch jetzt den. Geht unzureichend. Warum? Wieso eins? Verstehe ich nicht. Brauche ich hierfür. Wie brauche ich Walkman 1 oder was? Jetzt habe ich 2 und sonst komme ich hier nicht mehr rein oder was? Ich bin etwas verwirrt. Okay, gut. Medizinischer Personalaufzug. Auf geht's. Entschuldigung, bitte. Erstmal schön mit dem Kaffeebottich hier im Mikro weggepockt. Sevastopol Skimtorn. Walkman 3 vielleicht, ja. Wahrscheinlich irgendwie, aber. Habe ich jetzt den falschen Aufzug genommen oder was? Hä? War das der falsche? Ja. Aber der hat mir das doch angezeigt. Hä? Er hat doch angezeigt, dass ich da hin soll, oder? Oder habe ich mich vertan? Ich verabschiede mich für heute. Gute Nacht, ihr Lieben. Ja, Herr Junge. Mach's gut. Ich wünsche dir auch einen schönen Start ins Wochenende. Kurzer Tipp an alle, wenn ihr jetzt losstromt, irgendwie Sonntag. Am Sonntag wäre nochmal der Plan, hier ein kleines Streamchen zu machen. Ja? Wenn ihr den Bock habt. Ansonsten guckt einfach mal bei uns auf Insta, wenn es denn losgeht. Irgendwie. Ich denke mal, wir werden jetzt vielleicht noch, wie spät haben wir das überhaupt? Ja, ich denke mal, wir werden noch nur eine Viertelstunde machen. Irgendwie. Und dann machen wir hier auch einen Cut. Ja? So. Ich merke es tatsächlich an der Stimme auch irgendwie und dass man halt irgendwann echt, ich bin nur noch Matsche gerade so ein bisschen im Kopf irgendwie. Man merkt halt die Woche irgendwie und die lang. Aber hey Junge, ich wünsche dir erstmal ein schönes, schönes Wochenende und hoffentlich bis Sonntag. Oh. Oh. Ripley, da ist eine Sicherheitswarnung in den Laboren nebenan angegangen. Aufzüge sind außer Betrieb. Scheint, als hätten die Sixen-Syntheten was gegen ein herumschnüffelndes Modell von Weyland-Yutani. Wie komme ich jetzt nach oben? Sie müssen klettern. Es gibt da irgendwo einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt. So, so. Okay, wo sind wir? Ah, Synthetenlager. Ach du Scheiße, Synthetenlager muss auch ohne sein, ey. Uimini. So, könnte man so herumlaufen. Okay. Nun dann, schnippeln wir uns durch. So. Zugangscode eingeben. Zugreifen. Smith, sei nicht böse, ich bin durch den Aufzugsschacht und die Zugänge hinter mir abgeschlossen. Mir war ein Hiwi auf den Fersen, ich musste weg. Wenn du was findest, um durch die Platte zu schneiden, der Code lautet 8382. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich komme zurück. Keine Spur von den Toteltauben, aber ich habe ja einen Haufen Waffen und Vorräte. Russell. Kurz nochmal. Nein. 8382 war das, wa? Ja. So. Elektroschocker aufladen. Ich glaube, ich habe den Schmerz zum Aufladen. So. Okay. Während Wayland Industry das Feld in Sachen Überlichtreisen anführte, hatte Sixen Erfolg bei der Massenproduktion der Flugkomponenten. Für die darauffolgenden Großaufbruch in den Weltraum. Die anschließende Überexpansion und der Ruf, kostengünstige Alternativen zu Weyland-Yutani-Produkten zu entwickeln, ist von öffentlichem Interesse.
Heutzutage versuchen Sixen, die Schicksale kränkelnder kolonialer Außenposten zu kehren. Man investiert in Stationen wie Sevastopol und mit Sixen affiliierte Firmen siedeln sich an. Doch die im heimischen Sonnensystem wirkungsvoll wirtschaftlichen Muster versagen im Weltraum. Auf Sevastopol liegen die schlichten, massiven, produzierten Androiden noch in ihren Kisten. In den Forschungseinrichtungen sind die Geräte noch wie bei ihrer Lieferung in Plastik gehüllt. In den Handelsdocks floriert nur der Schwarzmarkt, auf den sich die Stationsbewohner verlassen. Sevastopol ist eine Geisterstadt. Niemand scheint das zu interessieren. Ja. Nein, drücke mal die falsche Taste. Schakalaka. Okay. Nein! Nein, schade. 8, 3, 8, 2. So, okay. Hier ist dann wohl besagter Tunneleingang. Gehen wir mal rein. Achso, Elektroschocker aufladen, hast du mal gesagt. Aber wie gesagt, ja, der eine Schock ist schon geladen. Aber danke für den Tipp, Vater. Wenn es, wie gesagt, wenn es zu viele wären. Oh! Oh! Das ist aber vertrauensvoll hier. Ja, irgendwie glaube ich, dass ich runterfallen werde. Oh, doch nicht. Schau mal an. So. Kann ich das öffnen? Nein, kann ich nicht. So, ich hab da mal so eine Heilo-Werbung irgendwie, wo dann zwei Leute über so einen Gletscher geklackselt sind irgendwie und dann auch so eine Leiter quer und dann, ja, Heilo! Und dann sind sie wieder erst drüber. Vorher hat sich keiner getraut. Klar. Alter. No. Ach, war so klar. Das war keine heile Leiter. Oh, Fahrstuhl. Ja. Also einfach mal explodiert der Fahrstuhl. Einfach mal explodiert. Weil das kann. So, ja, was denn nun? Ah, hier. Hochklettern. Aber man muss den Entwicklern wirklich sagen, die bauen coole Szenarien auf. Haben sie schön gemacht irgendwie. Ist einfach, sieht einfach mega aus irgendwie und spielt sich super. Und ist für mich erstmal von den Szenarien erstmal noch nicht so vorhersehbar. Klar, man läuft halt sehr oft durch die gleichen Areale durch. Aber wie die Sache jetzt hier zum Beispiel mit dem Fahrstuhl, fand ich schon schön. War cool gemacht. So. Ne. Na, der lebt doch noch. Der greift doch gleich nach mir. Ich sehe doch. Der da hoch. Das ist doch. Blöde ist, dass er danach nicht mehr lootbar sind, wenn man die so gekillt hat. Das ist ein bisschen doof. Ricardo, ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Alter. Und so auseinander. Gottes Willen. So, ich hab das jetzt richtig verstanden. Ein Android von Wayland Yutani läuft jetzt hier durch und legt die ganzen Sexen-Androiden um, oder was? What? Ja, ist wie Mannequin. Wunderbar. Schön, freut mich. Danke. Hau ab. Ach du Schande, ey. Ach du Schande.
nicht doch. So, drücke ich mal wieder A. Nicht. So, okay. Was habe ich jetzt damit gemacht? Typ, Alter. Okay, wenn ich sie ausschalte, also ist jetzt nicht so, dass sie alle angehen, oder? Also, so interpretiere ich das jetzt hier mal kurz. Taschenlampe? Ah, schade, kann ich nicht nehmen. Lade ich mal kurz nach. Sehr schön. Dann kann ich nehmen. Yay! So. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Okay. Heißt also im Umkehrschluss ein anderer Weg hinein muss es sein. Sondern auch irgendwie so gurgeln, ey, ist das mies. Flammenwerfer. Für einen Flammenwerfer muss ich sagen, habe ich relativ viel Munition jetzt. Dafür, dass ich den später wahrscheinlich erst wieder brauche. Nicht, dass ich mich jetzt beschweren möchte, aber. So. Einmal durchgehackt hier. Na, so. So. Sind wir durch. Okay. Verarschen? Spinnen? Wie? Was? Das ist es? Moment mal. Revolvermunition. Nein. Eine Patrone, ey. Das ist ja wie bei Bennys The Evil Within. Okay. Hier können wir noch reingehen, falls wir es noch nicht gemacht haben. Hm. So, den Computer können wir auch nichts anmachen, ne? Nee. Also, können jetzt hier noch da so eine subkutane Impfdosis mitnehmen. Aber das war's dann auch. Oder nehmen wir die Ameise hier. Machen das auf. So, hier können wir noch rein. Oh ne, hier waren wir schon drin, oder etwa? Ausschalten. Okay, dann schalten wir aus. Das sieht doch schon so aus. Aus! Verstehe ich gar nicht. Biologische Gefahreneindämmungsstufe. Omega. Schön. Alle Handelsvertreter des Gopsi sollten nicht hier. Oh! Oh. Oh yeah. Das lief ja nicht so gut. Achso, so verstecken. Ah, Irk. Ja. Was, soll ich die Dinger jetzt alle anschalten plötzlich oder was? Was? Da hinten die Türen oder kann ich jetzt an das Ding ran? Ja, kann ich. Nein. So. Und der rechts von mir wird jetzt aktiv.
So, sind wir hier auch durch? Warte mal, wie schaut's denn aus? Hab ich denn... Elektroschocker ist leer, ne? Hab ich nichts mehr, leider. Hab ich nichts mehr da. Was wäre denn jetzt so schön effektiv tatsächlich gegen so einen Synth? Pumpgun habe ich noch, den Schuss drin. Würde ich mal nehmen wollen. Probiert mal, Flit. Okay. Verriegelt. Ich brauche Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend den Transit. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Seeksen und Syntheten vorbehalten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahren, Eindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Er ist auch ein Synthet. Er ist der von Yutani. Ach, scheiße. Ist wie Bischof. Schön. Schön. EMP haben wir auch noch, ja. Aber damit will ich tatsächlich nicht... Damit kann ich nicht so rumasen. So, wenn er plötzlich neben mir steht irgendwie. Aber ja. Im Worst Case, im absoluten Wurst-Käse-Fall finden sie Samuels. Hab ich das nicht gerade? Nachsetzen. Damit ich auch sehe, wo ich klettere hier. Schalter benutzen. Wie jetzt zum Beispiel, Vater. Jetzt würde ich schon mal einfach prophylaktisch so ein EMP in der Hand nehmen. Oh, ich fette die Zeitung in die Fresse. Ich stopfe, Alter. Einfach stick damit so. Oh, geh mal, jetzt ist sie weg. Gerade hat sie noch die Zeitung im Mund gehabt. Hey, Elektroschocker. Nice. Mannequins. Ja, für mich sind das halt wie Mannequins. Fürchterlich. Ganz schlimm. Ganz schlimm. So, okay. Pläne für heute Abend. Susanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Es treffen Berichte über anormale Androidenverhalten und nein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abregungsschalter an meinem Schreibtisch. Da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren, ja, mach dir um die kleine Sorgen. Das sind nur Vorführmodelle. Nicht mehr lang, ich werde mich um alles kümmern und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Yay. Letzte Chance. Spedding. Ich rechne damit, dass die VIP früh ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Ich will, dass Ihr Leute nach Dejan Pfeife tanzt und über jeden Ihrer lahmen Witze lachen. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum. Aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hiwis verlangen, stimmen Sie zu. Techniker können sich später um den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, ihre besten Leute sind an der Sache dran. So. Okay. Der Vorführraum. Na, denn schön. Soll ich in der Mitte durchgehen? Oh Gott. Ah. Ah. Lasst mich. Tür verschlossen. Das ist doch scheiße. Das ist richtig scheiße. So, warte mal, gibt es denn hier noch... Was ist denn das für ein Quatsch? Kommen Sie aus dem Ausstellungsraum der Syntheten?
Berg doch jetzt eigentlich, oder? Also, oder wie seht ihr das, wenn ich jetzt hier rausklettere? Liegt da jetzt nicht entkommen? Hä? Oder gibt's hier... Also die Tür vorne kriege ich ja nicht auf. Ist das daneben? Ist auf nur ein Schrank. Tja, und wie geht's jetzt wieder durch das Ding zurück hier? Also, für mich ist das jetzt hier ehrlich gesagt nicht wirklich ein Hätten die jetzt mich angreifen müssen? Tatsächlich halt auch damit gerechnet, dass das passiert, aber... Komisch. Sehr seltsam. So, Samuels Rohr schaltet hier noch rum, oder was? So, bringt mir aber auch so bedingt nur was, irgendwie zurückzuklettern, weil... ich ja von hier ohne weiterkomme, großartig. Schon wieder herstellen. Kommen Sie aus dem Ausstellungsraum der Syntheten? Oh Mann, ey, nein, muss ich jetzt da wirklich zurück? Muss ich da wirklich das vertriggern? Bitte. Oh, war noch nicht gruselig genug hier mit den Syntheten. Pack. Na gut. Wenn es so sein soll, soll es so sein. Dann machen wir das. Sparen, dass der Boot lang geht. Mannequins! Ja, Vater. Schlimm genug. Schlimm genug. So, muss ich in der Mitte durch. Tür verschlossen. Ist das ekelhaft unheimlich. Ach Mann, ey. Ja. Bin ein bisschen ehrlich gesagt irritiert. Kann ich bei ihr irgendwas aktivieren? Vielleicht kann ich die übersehen. Freigeben. Den ich drücken muss. Leute, übersehe ich hier was? Dann komme aus dem Raum. Was muss ich aktivieren? Was muss ich hier triggern? Tür kommst du nicht durch. Piepst was. Ja, ist die Tastatur hier unten, aber ich kann damit nicht interagieren. Gibt es hier irgendwelche Schalter hinter den Säulen? So. Alles klar. Na dann, lass den Kampf beginnen. Sie haben keinen Termin. Alter! Ha! Schnell durch! Oh nein! Er guckt doch komisch. Hau ab! Alter! Aber alle! Aber alle haben sich in Bewegung gesetzt. Oh Gott!
Oh Gott! Oh, lass uns doch mal hier. Alter, macht mal, entspannt euch mal, Freunde. Schlüsselkarte notwendig. Scheiße, ey, die kommt doch da nicht durch, oder? Noch irgendwie vielleicht ein kleines Sofa davor schieben. Run, boy, run. So, Alter. Was, sind sie durch? Oh, nee, ich hab Gas umgeleitet gerade, wa? Gut, haben wir nachher also brennende Ruinen oder was? Das wird hier auch nicht aufhalten. Naja, wer weiß. Komm. Die werden wahrscheinlich durchbrechen. Oh, was haben wir? Oh, Molotov. Oh, was haben wir hier? Pumpkin-Patron Nummer 1. Ah, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ist komisch, dass man jetzt so viele Pumpkins tatsächlich findet, irgendwie, die man aufnehmen kann, weil die Pistolen konnte man nicht aufnehmen. Eine Pumpkin mit 4 Schuss, was. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Die MP-Mine. Oh Mann. Give it to me. Okay, wenn ich jetzt die EMP-Minen finde, irgendwie, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, irgendwie, dass die kommen. Dann machen wir mal so. Machen wir mal lieber so. Ach du Schande. Smithy, liest das. Was soll das heißen? Du hast den Zugang zum Aufzug abgeschlossen. Deine knarren Vorräte helfen mir einen Scheiß, wenn der Synth, der dich jagt, hier hat immer noch hier unten ist. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er stand in dieser Anlageüberwachung und hat deine alten Hefte angeschaut. Komm hier runter und mach die Tür auf. Pronto. Wenn man so viel gutes Zeug findet, ja, das schreit alles nach Oberboss. Ausharren. Ich weiß nicht, wie viele von euch da noch draußen sind und das lesen, aber ich habe vor dem Synthetenausstellungsraum mit Waffen und Vorratslager aufgeschlagen. Meins. Da sind wir hoffentlich sicher vor den Kreaturen, vor der Kreatur. Smithy ist bei mir und wartet darauf, dass man ihn aus dem Flüssigkeitswerk nach oben lässt. Noch immer keine Meldung von Suzanne. Lass mich wissen, ob sie da bei euch ist. Oh fuck, Alter. Ach, ja, das. Genauso sieht es aus. Das sieht jetzt aus nach so einem. Jetzt. Naja. Verbarrikadier dich mal hier. Gleich geht's los. So, last man standing irgendwie. Oh Mann. So. Na gut. Dann werden wir mal, wie auch immer. Alter, hier ist überall Waffen. Oh Gott. Alter, was erwartet mich denn jetzt hier bitte? Scheiße, ich kann es hier nicht anfassen. Kann ich eh nichts machen. Los, komm. Mich. Vielleicht hatte eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Oh. Na, aber solide Nummer, möchte ich meinen. Schlüsselkarte.
So, ach nee, Schlüsselkarte war hier drüben. Ah, ich würde mal, ich denke mal, ich speichere mal lieber. Lief ja ein süßes Ding irgendwie. So, zack. Coole Szene eigentlich. Also du weißt eigentlich, was durch die zukommt. Aber trotzdem sehr, sehr cool. So, einen fetten Schokoriegel wollen wir nicht. Weyland-Yutani-Synthet registriert. Unbefugter Zugang registriert. So, ach, er hat gesprochen. Oder was? Oh, krass. Unheimlich. So, mal einen Blick auf die Karte werfen. Alter, der ist aber weg. Du, der ist aber weg. Krasser Krimi.